Okay, in diesem Video geht es um die Frage, kann man durch negative Gedanken krank werden? Ja, und wenn das so ist, lässt sich das auch beweisen? Ja, und falls das zutrifft, kann man dann auch durch positive Gedanken gesund werden? Also das möchte ich Step by Step versuchen, in diesem Video herauszufinden. Step 1, Step. Step 2, Step. Step 3, Step. Step 4, Step. Notaufnahme. Dem jungen Mann geht es sehr schlecht. Er zittert am ganzen Körper und schwitzt stark. Die Atmung ist flach. Es ist ein Suizidversuch. Der 26-Jährige wollte sich das Leben nehmen. Mit einem Mittel gegen Depressionen. Seine Freundin berichtet, dass er 29 Tabletten geschluckt hat. Ein Puls von 110 Schlägen in der Minute. Der Blutdruck extrem niedrig, nur 80 zu 40. Welches Medikament hat die starken Symptome verursacht? Das ist nicht klar, weil der Patient an einer Studie teilgenommen hat. Was war in diesem Fläschchen? Die Zeit drängt. Schließlich die überraschende Nachricht. Ohne es zu wissen, hat der Mann Placebos geschluckt. Tabletten ohne Wirkstoff. Tabletten ohne Wirkstoff und trotzdem schwebt der junge Mann in Todesgefahr. Wie ist das möglich? Wie uns negative Gedanken krank machen, ist heute unser Thema. Ganz herzlich willkommen bei Planet Wissen. Und bei uns zu Gast ist die Neurologin und Leiterin der Schmerzambulanz am Universitätsklinikum Essen, Professor Ulrike Bingel. Sie erforscht seit Jahren, welchen Einfluss unsere Gedanken auf unseren Körper und die Gesundheit haben. Wie konnte das sein, dass der Körper dieses jungen Mannes, was wir gerade im Film gesehen haben, so extrem reagiert, obwohl gar kein Wirkstoff in den Tabletten war? Ja, das war die Erwartung, die dieser junge Mann an die Tabletten geknüpft hatte. Und hat die in großer Menge eingenommen mit dem Ziel, sich das Leben zu nehmen und hat jetzt genau die körperlichen Symptome entwickelt, die er davon erwartet hat. Also das ist doch schon mal interessant, ne? Dieser Mann hatte nur Placebos eingenommen, ja? Er ging aber davon aus, dass er etwas Tödliches eingenommen habe. Und das hatte massivste Auswirkungen. Es waren also in diesem Fall tatsächlich seine Gedanken, ja, denn er hatte ja gedacht, oh, jetzt sterbe ich gleich und so, das wollte er ja, die dazu führten, dass er tatsächlich fast gestorben wäre. Das wiederum beweist aber schon mal, dass Gedanken, ja, das bloße Denken, derart drastische Auswirkungen haben können. Jetzt ist es aber so, dass mich in diesem Video primär interessiert, wie man durch lang anhaltende negative Gedanken, ja, und damit meine ich jetzt nicht das krasse Level wie ich sterbe gleich, ja, also der Mensch, der hat es ja nicht lang anhaltend gedacht, ne, der wollte seinem Leben ein Ende setzen, hat diese Placebo-Tabletten genommen, ne? Und da ging ja kein Prozess von lang anhaltenden negativen Gedanken voraus. Mich aber interessiert in diesem Video primär, wie ich schon sagte, ne, was bei lang anhaltenden negativen Gedanken passiert. Also bei starken Depressionen zum Beispiel. Ne? Was da konkret und nachweisbar im Gehirn abläuft, ja, was dann wiederum zu einer Krankheit führen kann. Ja, und natürlich interessiert mich dann auch die gegenteilige Frage, ja, nämlich ob man durch positive Gedanken heile werden kann, ja, und was da für Prozesse dann im Gehirn abgehen. Ja, und da kommen wir auch gleich zu, ne? Aber ich mag noch einen kleinen Moment bei dem eben gesehenen Beispiel bleiben, ja, weil ich das so frappierend finde, dass da fast einer stirbt, nur weil er denkt, dass er gleich stirbt, ja. Und bei dem jetzt gleich folgenden Beispiel, ja, da ist die Frau tatsächlich gestorben. Welche Macht haben negative Gedanken. Man spricht da dann vom sogenannten Nocebo-Effekt. Ein besonders schockierendes Beispiel für einen Nocebo-Effekt kommt aus den USA. Der amerikanische Mediziner Bernard Lone erlebte in seiner Zeit als Assistenzarzt Folgendes. Bei einer Visite unterhielten sich seine Kollegen über die Krankheit einer Patientin. Dabei fiel der Begriff TS, was für Tricuspidalklappenstenose steht, eine Herzerkrankung, die auf keinen Fall lebensbedrohlich ist. Die Patientin aber dachte, es müsse sich bei TS um eine terminale Situation handeln, also um ihren bevorstehenden Tod. Alle Versuche von Lone, die panische Frau zu überzeugen, nicht sterben zu müssen, schlugen fehl. Wenige Stunden später war sie tot. Sie starb an den Folgen von Wassereinlagerungen in der Lunge.
Also das ist ja schon heftig, ne? Diese Frau ist also nur gestorben, weil sie angenommen hatte, ne? Die Diagnose Tod, wenn man das so nennen möchte, erhalten zu haben. Und interessant finde ich in diesem Kontext, wie sehr schnell der Körper die Gedanken umsetzt, ja? Denn es soll in ihrem Fall ja nur wenige Stunden, also von der falsch verstandenen Diagnose bis hin zum Tod, gedauert haben, bis sie starb. Das gleiche war ja auch bei diesem Suizidpatient zuvor, ne? Da ging das ja auch ganz schnell. Ja, und sie ist nicht etwa an irgendetwas gestorben, das mit ihrer eigentlichen Erkrankung, ja, sie hatte irgendeine Stenose im Bereich des Herzens, also irgendeine Verengung, ne, zu tun gehabt hätte, sondern sie starb an Wassereinlagerungen in der Lunge. Das scheint also zu bedeuten, dass wenn der Körper durch Gedanken davon überzeugt wurde, dass er kurz vorm quasi Finale stünde, ja, dann sucht er sich irgendeinen Weg, um das dann auch zu vollziehen. Und auch wenn das sicherlich ein Extremfall sein wird, ja, so ist es doch faszinierend auf eine gewisse Weise, wie machtvoll die Gedanken sein können. Ja, also Macht über die Materie, in dem Fall den Körper. So gesehen ist es natürlich fast eine Art Körperverletzung, wenn einem ein Arzt sagt, entschuldigen Sie, Sie haben nur noch, was weiß ich, 2-3 Monate zu leben. Denn wenn ein Patient seinem Arzt vertraut, und in den meisten Fällen ist das ja der Fall, ne, dann wird er ja unbewusst auf dieses ihm vorhergesagte Finale zusteuern. Womit ich nicht sagen möchte, dass er nicht möglicherweise ohnehin an seiner Erkrankung gestorben sein würde. Ja, aber der unbedingte Glaube an seinen baldigen Tod, wie er ihm ja vorhergesagt wurde, ne, könnte diesen beschleunigen oder mögliche einsetzende Selbstheilungskräfte verhindert haben. So gesehen sind natürlich auch diese Bilder auf den Zigarettenschachteln eine Art Körperverletzung, ja, wobei ich eine generelle Aufklärung über das Rauchen natürlich gut finde. Aber in dieser drastischen Ausführung, es wirkt ja nonstop auf das Unterbewusstsein jedes Mal, wenn du drauf schaust, hat es das Potenzial, all jene, die nicht mit dem Rauchen aufhören können, aber gleichzeitig ein schlechtes Gefühl dabei haben, es dennoch zu tun, ja, allein schon aufgrund des Glaubens an die zu erwartenden Krankheiten auf diesen Bildern, ja, hat es das Potenzial, sie krank zu machen. Wobei bis vor kurzem auf den Packungen stand, dass Rauchen tödlich sein kann, ja, es also als mögliche Folge in den Raum gestellt wurde, während mittlerweile ja draufsteht, dass Rauchen tödlich ist. Es also somit als unwiderlegbaren Fakt formuliert wird. Und das hat schon eine sehr viel, oder kann eine sehr viel massivere Auswirkung auf die Psyche haben. Ja, außerdem stimmt es gar nicht. Sieh dir mal diesen passionierten Kettenraucher Helmut Schmidt an. Der ist 97 geworden, ja, und er ist nicht am Rauchen gestorben. Wobei ich hier bestimmt keine Werbung fürs Rauchen machen möchte, ne? Aber wenn man diese drastischen Worte der Warnung wählt, ja, sollte man vorab sich überlegen, was es für Auswirkungen haben kann, ja. Und zudem müsste man auf jede Chipspackung oder was gibt es da für Zeug mit völlig denaturierten Materialien drin? Ne? Also geh in den Laden, dann siehst du es. Müsste überall fettes Warnschild draufstehen. Ne? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute an Herzverfettung, Diabetes und was weiß ich, was es da noch gibt, sterben. Aber durch die Macht der Gedanken kannst du natürlich nicht nur krank werden, ja, du kannst auch gesund werden, ja. Also durch das, was man geringschätzig häufig als, ja, das ist ein Placebo-Effekt, nennt, ja. Wobei, was heißt hier nur? Ne, es ist doch was ganz Tolles, wenn du durch diesen Placebo-Effekt, durch die Macht der Gedanken, ergo, ein Placebo-Effekt ist ja nichts anderes als die Ausführung der Macht der Gedanken, wenn du dadurch heile werden kannst. Und dazu möchte ich kurz ein Beispiel zeigen. Abgesehen davon fehlt bis heute der wissenschaftliche Nachweis, dass eine OP überhaupt mehr nützt als schadet. Für den Patienten ist es entscheidend, dass sein Knie wieder optimal funktioniert. Und dabei spielt die subjektive Empfindung und die Erwartung des Patienten eine zentrale Rolle. Das hat der US-Mediziner Bruce Mosley sehr eindrucksvoll bewiesen, und zwar in einem legendären Experiment. Mosley hat 180 Patienten mit Kniegelenksarthrose behandelt. Die eine Gruppe wurde nur zum Schein operiert, mit einem oberflächlichen Hautschnitt. Und damit es auch echt erscheint, hat man das Bein bewegt und Spülgeräusche vom Band eingespielt. Bei der anderen Hälfte wurde dagegen tatsächlich der zerstörte Knorpel abgetragen, die Oberfläche geglättet und das Gelenk gespült. Das Ergebnis war damals ein Knaller, denn alle Patienten berichteten nach der Heilungsphase, ihre Schmerzen seien weg. Die Erwartung auf Heilung und das Vertrauen in die Behandlung und den Therapeuten waren offenbar wichtiger als die OP selbst.
Ja, das ist doch interessant, ne? Also wir reden hier nicht von irgendwelchen Wunderheilern, sondern von nachprüfbaren Fakten. Wobei, ich möchte das mit diesen Wunderheilern auch nicht einfach so abtun, ne? Weil diese Ärzte dort in dieser Studie, die haben ja auch als Wunderheiler fungiert, ne? Die haben ja gar nichts gemacht. Also bei dieser einen Gruppe der Probanden wurde ja auch nicht operiert, ne? Ergo waren auch diese Ärzte als Wunderheiler tätig. So, und jetzt noch ein letztes Beispiel, eines, das ein bisschen drastischer ist, ne? Wobei, was kann drastischer sein, als dass man durch den Glauben, also die Gedanken, dass man gleich stirbt, tatsächlich stirbt, ja, also wie im vorherigen Beispiel, ne? Aber das jetzt kommende Beispiel ist einfach von der Optik her drastisch, ja? Beziehungsweise es zeigt auf, dass man mittels Gedanken, beziehungsweise der Konzentration auf ein bestimmtes Gedankenkonstrukt, ja, ich glaube, so könnte man nennen, ja, zumindest in Teilen unverwundbar sein kann. Das ist Mirin Dajo bei einer Vorführung im Bernoullianum in Basel. Die Schweizer Wochenschau berichtet. Der völlig normal gebaute Mirin Dajo wurde von seinem Assistenten Johann de Groot schon häufig durchbohrt. Bei jedem Durchstich werden lebenswichtige Organe getroffen, aber selbst bei Herzdurchstichen nimmt Mirin Dajo keinen Schaden. Die versammelte Ärzteschaft staunt. Denn es handelt sich bei Dajo nicht um einen Trick oder um spektakuläre Fakirkünste. Die Durchstiche sind echt. Die Versuche, zu denen sich der Holländer Mirin Dajo im Bürgerspital Basel einem streng urteilenden Ärztekollegium zur Verfügung stellte, haben mit Bluff und sensationellen Fakirkünsten nicht das Geringste zu tun. Unser Bildbericht wurde im Einverständnis mit den untersuchenden Ärzten gedreht, die vor einem Rätsel stehen. War Mirin Dajo also doch ein Wunder? Zweifellos versetzte er die ganze Schweiz in Aufruhr. Die Presse überschlug sich mit möglichen Erklärungen. Die NZZ berichtete laufend. Halten wir also einfach mal fest. Ein Betrug wurde von den damaligen Ärzten, ja, es waren ja genug anwesend dort, unter Zuhilfenahme von Röntgenbildern ausgeschlossen. Dieser Mirin Dajo hat sich demnach tatsächlich ein Florett durchs Herz, Lunge und so weiter stechen lassen, ohne dass er dabei zu Tode gekommen wäre oder ohne dass es zumindest geblutet hätte. Es gab allerdings auch kritische Stimmen, die beweisen wollen, wie das überhaupt möglich gewesen sein soll, und dazu kommen wir gleich. Ja. Mich würde aber zunächst interessieren, wie er überhaupt darauf kam, sich mit einem Florett durchstechen zu lassen. Ja. Ich meine, da kommst du ja nicht mal eben einfach so drauf. Also, was war seine Motivation? Wollte er einfach nur Aufmerksamkeit oder hat er damit ganz viel Geld gemacht mit seinen Aufführungen? Also, wenn ich ihn mir hier so ansehe, dann sieht er ja nicht gerade so aus, als ob er eben von einem Südsee-Trip mit täglichem 5-Sterne-Menü zurückgekommen wäre. Aber das ist natürlich nur meine subjektive Annahme. Schauen wir mal lieber, was es für Aufzeichnungen über ihn gibt. Laut diesem Buch, das von einem Autor geschrieben wurde, der zu dem damals noch lebenden Assistenten, ja, von Mirin Dajo, der hat ja einen Assistent, ne, sieht man hier auch oft auf den Bildern. Also zu dem hatte er noch Kontakt und von daher konnte er ihn konkret befragen. Also laut dessen Auskunft war Herr Dajos Motivation eine völlig andere. Mirin Dajo lebte in der Nachkriegszeit und alles, was er wollte, war endlich Frieden in der Welt zu haben. Ja? Und er, der sich ja in gewisser Weise, also so zieht sich das durch das ganze Buch, als Mann Gottes empfand, der also diesen Ausspruch von Jesus, der mal sagte, der Glaube versetzt Berge, ja, für absolut wahr hielt. Also dieser Mirin Dajo, der dachte, wenn ich den Menschen zeige, dass man nur mittels des absoluten Vertrauens darauf, dass man alles erreichen kann, wenn man es ohne jeden Zweifel aufkommen zu lassen für möglich hält, ja. Also wenn ich den Menschen zeige, so dachte er, dass ich scheinbar Unmögliches möglich machen kann, ja, dann werden sie es auch für möglich halten, dass wir endlich Frieden auf der Erde herstellen können. Er ging in diese Vorführungen, wenn man es so nennen möchte, aber nicht einfach unvorbereitet rein, ja, indem er da sagte, ja, jetzt mach mal oder so, ne? Nee, er versetzte sich zuvor in eine Trance und er meditierte. Jetzt war es aber so, dass sich die Fachwelt, also die ganzen Ärzte, ne, damals wie heute fragten, wie das überhaupt möglich sei. Also, dass es möglich war, das erkannten sie an, es wurde ja auch bewiesen durch ein Röntgenbild, ne? Aber die Fachwelt vermutete dennoch eine Art
Trick. Damals stellten sich die Mediziner drei Fragen. Warum gab es keine Blutungen? Weshalb keine Infektionen? Und wieso hatte Dayo keine Schmerzen? Dazu wurden Tierversuche durchgeführt, bei denen lebendige Hasen mit verschiedensten Instrumenten durchstochen wurden. Die Tierversuche haben zweifelsfrei ergeben, dass man mit dieser Art von Durchstich, mit dieser Art von Klinge tatsächlich diesen Stich überleben kann. Die haben also damals ein armes Kaninchen genommen und haben es mit irgendwelchen Gegenständen durchstochen und haben dann resümiert, seht her, das Kaninchen lebt. Also man vermutete dann, dass quasi an den Organen vorbeigestochen wurde, ja, und dass es deshalb nicht so zum Tode führte, ne? Weshalb es dann nicht geblutet hat. Das konnte man nicht erklären, aber ist unerheblich, weil man glaubte dann, das Rätsel gelöst zu haben. Ja, und da kann ich nur jedem raten, geht doch morgen mal zum Arzt, ne? Und da bringt ihr ein Florett mit, ihr könnt ja vorher so ein bisschen desinfizieren. Und da bittet ihr euren Doc, stecht doch mal bitte an mein Organ vorbei. Und da schaut ihr dann mal, was bei rauskommt. Sein letztes Experiment. Er verschluckte ein Stilett. Er wollte es in seinem Bauch dematerialisieren. Wenige Tage später starb er an den inneren Verletzungen. Der Obduktionsbericht zeigt, seine Organe waren von den früheren Durchstichen mit Narben übersät. Okay, die finalen Röntgenbilder haben also gezeigt, dass seine Organe, von denen ich zitiere, früheren Durchstichen übersät waren. Das heißt also schon mal, dass die Mutmaßung, dass während der Durchstiche irgendwelche seiner Organe zur Seite geschoben worden sein sollen, ja, die ist damit dementiert. Wie auch immer, Mirin Dayo starb dann an seinem letzten Versuch. Das war Grund genug für den Spiegel, damals schon, 1948 war das ja, ne, sich auf Bildzeitungsniveau über Mirin Dayo zu äußern, indem sie einfach schrieben, tja, da hat er den Magen wohl zu voll genommen. Und so ging es dann weiter, ne, also mit diesen suffisanten Andeutungen in diesem Spiegelartikel von damals. Ne, und ja, ich finde es schon ziemlich respektlos, aber so ist ein Teil der Menschheit. Ja? Also du kannst 100-mal etwas beweisen und wenn es beim 101. Mal nicht klappt, dann ja, war wohl doch nicht so toll. Hm? Mirin Dayo hatte es symbolisch gesehen, die besagten 100 Male bewiesen, ja, und beim 101. Mal hat es eben nicht funktioniert. Und für die einen, die schon immer glaubten zu wissen, dass scheinbar Unmögliches auch immer Unmögliches bleibt, ja, war das der Startschuss, sich über ihn abfällig machend zu äußern. Und für einige der anderen, die immer, ja, das findest du auch in anderen Bereichen, all ihre Hoffnung nicht in sich selbst suchen und finden, sondern auf einen anderen Menschen projizieren, ja, die fangen dann an, diesen anderen Menschen dafür zu hassen, dass er quasi einmal versagt hat und ihnen so denken sie, ihre Hoffnung genommen hat. Na, wie auch immer. Abschließend zu Mirin Dayo noch ein Zitat von ihm. Die Wahrheit wird uns alle frei machen und diese geistige Freiheit wird alle Menschen vereinen, die guten Willens sind. So wird die universelle Bruderschaft entstehen, eine Bruderschaft sehend gewordener, einsichtig und stark genug, dem rasenden Gespann von Blindheit, Tod und Vernichtung in die Zügel zu fallen und es zum Stehen zu bringen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen antiquiert und auch ESO-mäßig mit seiner Bruderschaft und so. Aber das Ganze ist ja auch von 1948 und so hat er eben damals seinen Wunsch nach nie wieder Krieg formuliert. Heute könnte man das anders formulieren, ja. Man könnte zum Beispiel sagen, yes, wir könnten in dem, was wir tun, Legends sein, ja, wenn wir nur genug Vertrauen in uns selbst hätten. 'Cause we're gonna be legends, gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary, it's about to be legendary. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass die eigenen Gedanken eine so große Auswirkung auf den Körper haben können, dass diese sogar den Tod verursachen können. Ja? Und wir haben gesehen, dass allein durch das Vertrauen und den Glauben in das Können der Ärzte, ja, Gelenkschäden wieder heilen können, obwohl ja nur zum Schein operiert
worden war. Ja? Es also auch hier natürlich die eigenen Gedanken waren, die letztendlich zur Heilung führten. Jetzt aber wollen wir mal konkret wissen, welche Auswirkungen langanhaltende negative Gedanken haben. Ja? Also nicht so die krasse Version von zuvor, wo man konzentriert an ganz Negatives denkt, ja, so wie ich sterb gleich oder so. Ne? Nee, langanhaltend, also so latent negative Gedanken, so jeden Tag mal. Also, was passiert da? Welche Auswirkungen hat das konkret auf den Körper? Hm? Okay, da schauen wir jetzt mal. Gedanken und Gefühle lösen im Körper biochemische Prozesse aus. Gedanken und Gefühle lösen also im Körper chemische Prozesse aus, ja? Und wenn du negative Gedanken hast, sind das andere chemische Prozesse, als wenn du positive hast, ja? Und jetzt wollen wir mal anhand eines ganz banalen Beispieles erstmal, ja? Es geht also nicht um Depressionen oder so etwas in der Art, sondern einfach um einen Menschen, der schlecht drauf ist, ja? Also da wollen wir mal schauen, welche chemischen Prozesse da so ablaufen. Paul ist sauer. Er hatte Ärger in der Firma. Plötzlich schneidet ein fetter SUV den Kleinwagen. Anna weicht geschickt aus. Auch Pauls Schreckreaktion kommt sofort. Weil er schon angespannt ist, wird sein sympathisches Nervensystem noch aktiver. Zunächst schlägt das Angstzentrum im Hirn, die Amygdala, Alarm. Der Hypothalamus meldet an Hirnstamm und Nebenniere: Adrenalin und Cortisol ausschütten. Jetzt läuft noch ein alter Herr über die Straße und Anna muss hart bremsen. Paul ist schon so geladen, dass er losschreit. Ein biochemischer Teufelskreis. Denn je mehr die Amygdala stimuliert wird, desto mehr Stresshormone wie Cortisol werden in seinen Kreislauf ausgeschüttet. Paul sieht rot. Normalerweise würde der Hippocampus die Amygdala wieder beruhigen. Aber durch die Angst-Wut-Kaskade wird er komplett blockiert. Auch die Produktion von Serotonin wird eingestellt. Okay, halten wir mal ganz kurz fest, ja, wenn du gestresst bist, wird unter anderem Adrenalin und Cortisol, also Stresshormone, die werden dann ausgeschüttet, ne? Diese wiederum verhindern die Produktion vom sogenannten Glückshormon, dem Serotonin. Und wenn diese Produktion von Serotonin eingestellt wird, ja, dann ist da nichts mehr mit Chillimilli, also im Sinne von, hey, chill mal, reg dich ab oder so, ne? Nee, da ist man dann nur noch im Stressmodus. Und fehlt das Serotonin, ja, dann hat das nicht nur die Auswirkung, dass du schlecht drauf bist zum Beispiel, ne? Sondern natürlich auch weiterführende, denn Serotonin ist unter vielem anderen auch für die Produktion von Melatonin zuständig. Und wenn das zu wenig vorhanden ist, dann kannst du nicht schlafen. Aber wie gesagt, Serotonin ist noch an vielen anderen Prozessen im Körper beteiligt. Und wenn dann ein dauerhafter Mangel besteht, ne, hat das natürlich weiterführende Auswirkungen. So, und jetzt kommt das Gemeine, ne? Denn wenn du zum Beispiel Depressionen hast, ja, oder dauerhaft negative Gedanken, müssen gar nicht schwere Depressionen sein, aber dauerhaft negative Gedanken reichen schon, dann passiert das Gleiche. Ja? Also auch da wird Serotonin blockiert und Cortisol ausgeschüttet. Gedanken und Gefühle lösen im Körper biochemische Prozesse aus, die Wissenschaftler sogar sichtbar machen können. Und zwar bei solchen explodierenden Immunzellen der Haut. Daran kann man sehen, wie seelische Belastung und Stress ganz konkrete negative körperliche Effekte auslösen. Wenn wir uns aufregen, wenn wir angespannt sind, wenn wir Angst haben, wenn wir depressiv sind, und warum haben wir dann auch immer irgendwas im Körper, was nicht stimmt, was nicht funktioniert, was kaputt geht, was chronisch entzündet ist? Das ist für uns das spannende Moment. Es wurden auch sogenannte Stresstests gemacht, ja, also an Mäusen, aber auch an Menschen. Man nahm diesen Menschen also vor dem Test Blut ab, ne, damit man die Werte genau analysieren konnte, also in Bezug auf Adrenalin, Cortisol und so weiter, ne, und setzte sie dann massiv unter Stress. Und nach dieser Stressaktion, ne, nahm man natürlich erneut Blut ab, damit man die Werte dann vergleichen konnte. Nach dem Test wieder eine Blutprobe. Welche Auswirkungen hatte der akute Stress auf die Aktivität der Telomerase? Dieses schnell reagierende Enzym ist äußerst wichtig für die Vitalität unserer Zellen. Wird es blockiert, so kommt es zur Schädigung der genetischen Bausteine der Zelle. Die schützenden Endstücke der Chromosomen, die sogenannten Telomere, verkürzen sich mit der Zeit.
Diese sogenannten Telomere verkürzen sich also bei Stress. Ja? Wobei Stress, nur kurz zur Erinnerung, ja nicht nur durch zu viel Arbeit, was man ja allgemein damit assoziiert, ne? Sondern auch ebenso durch Depressionen und negative Gedanken ausgelöst wird. Jetzt möchte ich aber nochmal ganz kurz auf diese Telomerase bzw. auf diese Telomere eingehen, weil das nämlich wirklich der Hammer ist, wenn du denkst, dass deine Feelings, also deine negativen Gedanken etc. darauf Einwirkung bzw. Auswirkung haben. Telomere bestehen aus repetitiven DNA-Sequenzen, die zu den Schutzkappen am Ende unserer Chromosomen werden. Ihre Aufgabe ist es, die DNA zu schützen. Bei unserer Geburt sind die Telomere lang, aber im Laufe der Zeit werden sie kürzer und kürzer. Tatsächlich werden sie so kurz, dass unsere Telomere ausfransen, ähnlich wie das Ende eines Schnürsenkels, bei dem die Schutzkappe fehlt. Und so nimmt die Zellalterung ihren Lauf. Wenn diese Telomere also zu kurz werden, ja, dann verursacht das Zellalterung. Beruflicher Stress, aber vor allem auch Psychostress, also Depressionen, negative Gedanken und so weiter, können massiv dazu beitragen, dass das passiert, ne? Und ein Beispiel zeige ich euch, das ist nämlich Christian Wulff. Dem ging es ja damals nicht sehr gut. Ihr erinnert euch vielleicht, das war der damalige Bundespräsident, ne, der dann zurückgetreten war. Aufgrund von Behauptungen, die sich später als nicht zutreffend erwiesen haben. Ja, er hätte Vorteile in Anspruch genommen. Und dann gab es keine Beweise. Ne? Wie auch immer, ihm hat das sehr zugesetzt, ne? Sieht man auch. Und das wiederum ist die Folge von Abläufen von biochemischen Prozessen im Körper. Ne? Hatten wir ja schon erwähnt. Cortisol, dann die Unterdrückung von Serotonin und natürlich dann die Auswirkung auf diese Telomerase. Es ist also möglich, innerhalb kürzester Zeit um Jahre zu altern. Und auch das letztendlich aufgrund der Gedanken, die er sich gemacht hat. Er hätte ja auch ganz anders mit umgehen können, so buddhistisch mäßig. Er hätte ja sagen können, ja, dann war das jetzt eben ein Lebensabschnitt für mich. Wandere ich eben aus, keine Ahnung, Neuseeland, Australien. Ja, wo auch immer hin. Also wenn das Theater mit den Gerichtsverhandlungen dann vorbei war, ne, hätte er dann sagen können, dann ist es halt ein Lebensabschnitt, ciao oder so. Ne. Hat er aber nicht gemacht. Er hat sich stattdessen massiv Sorgen gemacht. Er hat sich gestresst, hatte mutmaßlich auch Depressionen. Wenn Telomere zu kurz werden, können unsere Zellen ihre zentrale Funktion nicht länger ausführen. Sie fangen an, sich selbst zu zerstören und sterben schließlich ab. Wissenschaftler nennen diesen Prozess Apoptose. Absterbende Zellen sind eine Sache. Aber wenn Zellen einfach aufhören zu funktionieren, können sie gefährliche freie Radikale und entzündliche Moleküle freigeben, die benachbarte Zellen angreifen. Ja, wir hören es hier. Die Auswirkungen, die können unterschiedlich sein. Ja, in diesem Fall greifen sie Nachbarzellen an. Ja, da sind wir dann bei Autoimmunerkrankungen. Aber wie gesagt, die Auswirkungen, die können sehr unterschiedlich sein. Langjähriger Stress führt demnach auf sehr direktem Weg dazu, dass unsere Zellen schneller degenerieren und absterben. Ein klarer Nachweis, wie seelische Belastung negative körperliche Effekte verursacht. Wenn man ständig im Alltag unter Stress steht, dann hat das körperliche Folgen. Und ich hatte es natürlich erst recht, wenn man traumatische Erlebnisse verarbeiten muss. Kriege und Gewalt oder ein schrecklicher Unfall plagen Menschen auf das ganze Leben. Ja, und bei manchen kann ein tiefer seelischer Schock auch zu einer schweren Krankheit führen. Das ist ja auch leicht nachvollziehbar, ja, wenn plötzlich und massiv die Biochemie komplett durcheinander gerät. Weil man wochenlang, monatelang nur noch bodenlos depressive Gedanken hat. Wie gesagt, nach einem Schockerlebnis. Sagen wir mal als Beispiel, du fährst mit deinem Lieblingsmensch auf der Autobahn und hast einen Crash. Er stirbt, du überlebst. Ja, und dieses Ereignis läuft dann ständig in deinem Kopf. Ja, wiederholt sich ständig, inklusive der Traurigkeit natürlich. Ich denke, da kann sich jeder vorstellen, wie da die konstante Cortisolausschüttung abläuft. Ja? Und mit Glückshormon Serotonin sieht es dann auch schlecht aus. Und die Telomere dürften sich ebenso reihenweise verabschieden. Ja, und dass da dann irgendwelche entarteten Zellen, vielleicht sogar Krebs oder so, ne, die Folge sein können, ich denke, das ist nachvollziehbar. Wobei, bitte nicht falsch verstehen, ne? Ich sage hier nicht, dass jeder, der eine schlimme Erkrankung hat, Krebs oder sowas, dass er dann eben einfach falsch gedacht hat, ne? Nee, nee. Aber es gibt darüber hinaus eben schon kausale Zusammenhänge zwischen negativen Gedanken und Kranksein. Alles, was wir erleben und auch unsere Gedanken und Gefühle hinterlassen Spuren im Gehirn. Je öfter wir dieselben negativen Verhaltensweisen aktivieren, desto tiefer wird diese neuronale Spur.
Ja, das scheint leider zu stimmen. Ja. Je öfter du etwas Negatives denkst, ja, desto breiter wird die sogenannte Depri-Straße im Kopf. Aber die gute Nachricht ist, es ist reversibel, also umkehrbar. Dazu dann im nächsten Widmer, denn dieses hier wird sonst wieder so lang. Ich kann nur vorab schon mal so viel sagen. Unsere Gedanken scheinen auf ganz verschiedenen Ebenen eine erstaunliche Auswirkung zu haben. Und wenn man sich dessen bewusst ist, ja, dann kann man es gezielt einsetzen. So, und zum Abschluss noch ein paar Worte. Ja, ich möchte mich sehr für die vielen, vielen, vielen lieben Mails und Worte nach meinem letzten Bit bedanken. Ja, ich war sehr über das Ausmaß überrascht. Ich hätte damit nicht gerechnet, wenn ich damit überhaupt gerechnet hätte. Ne? Habe ich aber nicht, weil ich damit ja gar nicht gerechnet habe. Ich fand das einfach so lieb und ich habe mich ganz doll drüber gefreut. Ja, also teilweise lange Mails mit persönlichen Lebensgeschichten und so. Und aber auch total super süße und liebe Worte. Also ich danke euch dafür. Und natürlich auch für den Support. Ja, und schöne Weihnachten wünsche ich euch. Egal wo ihr seid. Weißt du, so das Weihnachtsfeeling im Herzen. Ja, man muss ja gar nicht dran glauben, wenn man das nicht möchte. Aber einfach ein gutes Gefühl während dieser Zeit. Darüber hinaus natürlich auch. Ne? Okay, also bye. Are you coming to the tree? Wear a necklace of hope side by side with me. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say he run free. Strange things have happened here, stranger wouldn't